Jo moin Leute, Goldpriester hier. Wir schauen uns jetzt erst einmal die neuen Skins für Kalenderwoche 42 an. Anschließend gibt es eine Info, wie ihr zwei seltene Embleme freischalten könnt. Und dann gibt es noch neue Informationen zur CDE. Diesmal gibt es wieder Unmengen an neuen Skins. Und zwar, da hätten wir einmal die zwei Skins für die Lee Enfield. Einmal den blauen Skin mit Holzelementen. Der sieht auf jeden Fall mega nice aus. Wer den noch nicht hat, unbedingt kaufen. Und dann gibt es noch einen Sammler-Skin mit Ordensbänder und Abzeichen. Der dürfte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, für fast alle Hauptwaffen verfügbar sein. Für die M1897 gibt es den Sandsturm-Skin mit einer abgegriffenen Optik, sieht auf jeden Fall auch ganz gut aus. Und für die Brenngun gibt es ebenso nochmal den Sammler-Skin. Dann gibt es noch zwei Soldaten-Skins und zwar einmal für die deutsche Seite, der Flieger. Das sind übrigens mehrere Farben auswählbar, ich habe hier mal die grau-weiße gewählt. Das ist auf jeden Fall ein sehr aufgeräumter Skin, der nicht allzu viele Elemente beinhaltet. Ich mag das ja überhaupt nicht, wenn so viele Sachen angebracht sind. Für die britische Seite gibt es Republik, sieht auf jeden Fall auch ganz nice aus, aber der Skin davor hat mir doch etwas besser gefallen. Achso, und bei den beiden Sets gibt es übrigens keine Kopfbedeckung. So, dann kommen wir wohl zum teuersten Skin, und zwar die Wellenmuster-Nachlackierung für die U88A. Das sind weiß geringelte Linien auf grauem Untergrund. Man muss dazu sagen, dass 20.000 Comedy Coins schon extrem teuer ist. Die meisten müssen da wohl Abstriche machen. Schaut halt, dass ihr mindestens einen Vorrat von 50.000 Comedy Coins auf der hohen Kante habt. Wer mehr hat, ist natürlich auch okay. Alles, was drüber ist, würde ich, soweit Skins verfügbar sind, dann ausgeben. Der nächste Skin wurde ja bereits schon vor Monaten geleakt. Nun sehen wir den endlich mal in voller Vollendung. Und zwar, es handelt sich dabei um einen verbrannten Skin, einmal für deutsche und einmal für britische Seite. Das ist meiner Meinung nach einer mit der besten Skins, den man sich für Echtgeld kaufen kann. Der besteht jeweils aus vier Teilen, einmal Kopfbedeckung, Oberteil, Beine und Nahkampfwaffe. Überall auf der Kleidung sind noch glühende Rückstände eines Feuers zu sehen, einige Teile der Kleidung sind auch ganz verbrannt. Ich hatte mich ja in der Vergangenheit öfters mal über zu hohe Preise beschwert, aber hier sind die 10 Euro im Angebotspreis ganz okay. Ihr könnt mal als Kommentar schreiben, was ihr von den Skin haltet, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Okay, danach schauen wir uns noch vollständig die britische Seite an und dann geht's weiter. Einige sind auch schon unterwegs damit, macht auf jeden Fall was her. Dann gibt es noch weitere Premium-Waffenskins wie Überlebenskünstler für die STG-44 und Trilling M30, sowie Soldatenskins Cavalleria, Königliche Motivation und Schakal. Ich war eben etwas zu schnell hier, die eben erwähnten Waffen- und Soldatenskins. Dann gab es noch eine interessante Meldung zur CDE und so, was ja so viel wie Community Test Environment bedeutet. Im Prinzip war das in früheren Battlefield-Titeln ein separater Client, wo man noch neu unveröffentlichte Sachen testen konnte. Vor Monaten hat sich DICE zum Thema CDE noch so geäußert, dass es die diesmal für Battlefield 5 nicht geben wird. Jetzt hat aber David Zürlend, ein offizieller DICE-Mitarbeiter, via Twitter einen neutralen Post verfasst. Und zwar schreibt er hier sinngemäß Folgendes: Wir werden sehen, was die Zukunft noch bringen wird. Also rudern die erstmal von einem deutlichen Nein zurück und stellen sich bitte neutral auf. Okay. Also ich spiele die Battlefield-Serie ja schon etwas länger, aber so viele CDEs habe ich jetzt auch noch nicht mitgemacht. Aber was mir bei der CDE in Battlefield 1 noch in Erinnerung geblieben ist, war das mit den Einhörnern. Ich zeige euch mal kurz, was ich meine und dann melde ich mich wieder zurück. You break this horn, you buy it. You're riding on a unicorn, how lucky are you? All the other soldiers want a unicorn too. Horses are so drab. Übrigens, Hintergrundbild ist wieder in der Beschreibung verlinkt. In Battlefield 4 gab es ja auch eine CDE, dort konnte man sich zum Beispiel mit Schneeballgranaten bewerfen. Großes Problem, was ich allgemein in der Battlefield-Serie sehe, ist, dass es dort so gut wie keine richtigen Events, wie zum Beispiel Halloween oder Weihnachten im Hauptspiel gibt. Wenn ich mir da Fortnite oder Apex anschaue, läuft das dort eindeutig viel besser ab. Kann man nur hoffen, dass die CDE zurückkommt, dass man damit wenigstens dann wieder neue Mini-Events veranstalten kann. So, dann wurde mir von einem User ein interessanter Link zum Battlefield-Forum gepostet. Und zwar habt ihr damit die Möglichkeit, zwei Embleme freizuschalten. Einmal das beste Community und einmal das EA Play 2019 Emblem. Link dazu befindet sich übrigens in der Beschreibung. Wie ihr die beiden Embleme bekommt, zeige ich euch jetzt. Und zwar habt ihr seinen Code aus dem Forum kopiert, fügt ihr den ganz einfach unter Origin ein. Und zwar geht ihr dafür auf Produktcode einlösen und gebt dort den Code ein. Wenn ihr dann auf Weiterklickt, kommt noch eine kurze Übersicht, wo das Emblem beschrieben wird, sowie eure E-Mail-Adresse, dann noch auf Bestätigen drücken. Erst wenn das Produkt eingelöst wurde, steht auch tatsächlich dort, dass ihr das erhalten habt. Sollte dort stehen, wurde bereits eingelöst, dann einfach ins Forum gehen und den nächsten Code kopieren.
Und wenn ihr euch dann in Battlefield einloggt und dann unter Arsenal schaut, müsste dann dort eine neue Lieferung mit dem besten Community-Emblem angekommen sein. Um das Emblem dann noch auszurüsten, müsst ihr unter Profil gehen und dann auf Embleme klicken und dann halt das beste Community-Emblem auswählen. Ebenso verhält sich das Ganze, wenn ihr das EA Play 2019 Emblem bekommen wollt. Wieder einen Code aus dem Forum kopieren, dann noch bestätigen und schauen, ob der Code noch funktioniert. Danach dann wieder ganz normal in Battlefield einloggen und schauen, ob das unter Arsenal schon angekommen ist. Danach dann wieder auf Profil gehen und dann auf Embleme klicken und dann halt das Emblem ausrüsten. Also schnell sein lohnt sich auf jeden Fall. Ich drücke allen die Daumen, dass es noch funktioniert. Sollten die ersten Codes schon alle weg sein, macht einfach Notizen bei welchen es nicht funktioniert hat und geht einfach alle durch. Ihr habt ja gesehen, dass es noch funktioniert. Getestet habe ich das Ganze am 14.10. Yo, Ticks an alle, die mein Video bis zu Ende geschaut haben. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wer neu ist, kann auch gerne ein kostenloses Abo dalassen, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Haut rein, euer Goldpriester. Tschauski. Yeah. Torch. We about to burn on the thrones. We need a change. Look at the world we live.